So, The Beard Airline hier, Tutorial. Wie downloade ich mir ein Flugzeug und wie weiß ich, ob es perfekt ist? Also wir sind bei Google, gehen auf FS Freeware. Keine Viren, alles kostenlos, muss man sich nicht anmelden. Schöne Seite. So, Jonas geht gerade drauf. So, also hier ist jetzt die Seite, da sieht man so, was halt neu ist auf der Startseite. Und wir gehen einfach bei Downloads. Und dann seht ihr da, könnt ihr raussuchen, ob ihr Flight Simulator 2004 oder 2000. Oder FSX, also wir nehmen FSX. Und dann kann man ja eine ganze Reihe raussuchen, zum Beispiel Helikopter, Cockpit oder Civil Airlines, das werden wir jetzt machen. Und dann sieht man auch schon so, was neu ist. So, und dann kann man auch noch suchen, was wir jetzt machen werden, weil wir einen ganz bestimmten suchen. So, wir suchen einen A320 von Airbus. Und zwar Lufthansa. Da haben wir auch schon einen mit VC, das ist schon mal gut. Virtual Cockpit ist es. Und ja, Virtual Cockpit. Und dann geht man auf Download. Nochmal auf Download. Und dann wartet man ab, bis alles gedownloadet ist und wir melden uns, wenn er fertig ist. So, also wir sind wieder da. Unser Flugzeug ist inzwischen fertig, der Lufthansa A320, das ist der Dateiordner. Und wir gucken, README ist drinne. Effekt, Modell, alles drin, was wichtig ist. Und die Textur natürlich auch. Jonas? Ja, jetzt bin ich kurz dran. Ihr könnt natürlich, also ihr solltet nichts verändern, aber ihr solltet auf die Effekte achten, denn manchmal sind Effekte dabei, die noch nicht in eurem Ordner vorhanden sind. Wenn ihr die nicht einfügt, dann kann es sein, dass euer Flugzeug zum Beispiel die ganze Zeit nur einen Sound hat oder überhaupt gar keinen Sound. Das ist wichtig. Aber das haben wir schon alles, wir haben schon so viel eingefügt, also muss das alle haben. Sound, ja, braucht man eigentlich nicht einfügen, ist alles auch in dem Ordner drin. Eigentlich könnte man jetzt einfach auf Rechtsklick gehen, auf Kopieren und in den Ordner, und in den Ordner einfügen, du bist wieder dran. So, das tun wir jetzt auch. Gehen auf Computer, auf eure Festplatte. C. Programme mal 86, das ist das Wichtige, da sind die alle drin, Microsoft Games. Dann habt ihr den Flugsimulator X, wenn das der einzige ist, ist auch der einzige, dann auf Sim Objects, auf Airplanes und dann einfach reinfügen. So, und ja, seht ihr nochmal, was wir schon alles an Flugzeugen haben, während das so lädt. Ja, und wir melden uns dann wieder im FSX.